Ja, Alter, diese Abbiene. Ja. So trollig, bin auch nicht sicher, ob das so drin bleibt. Ja, das ist, man kann ziemlich einfach da rauskommen, aber es ist trotzdem cool. Kann man? Ja. Kann man da rauskommen? Ja. Wie kann man da rauskommen? Also es ist einfach, dass halt die Moves, die jetzt connecten nicht so super gut zusammen. Ach so, und dann so ist die Ei? Ja. Ja, okay. Oder einfach nur ein normales DI, glaube ich, auch. Okay, also schon 96% auf Bronco, habe ich gar nicht so mitbekommen. Einen Satz spricht man und schon ist man bei 96.000. Oh, Alter, das war krass. Aber bestimmt hat man... Oh, die Abwehr. Bestimmt hat man noch die Chance. Alter, der schafft es nicht, auf den Boden zu kommen oder ihn irgendwie mal in eine neutral position zu bekommen wieder. Oh. Alter, puh. Okay, und das war hier schon ziemlich dominant von Repos. Dieses Fair-Bär-Ding finde ich auch echt komisch. Dass die Fair so aussieht wie die Bär und die Bär wie die Fair. Bei King K. Rool. Ja. Also die Fair ist praktisch die Back-Air von Bowser, ne? Ja, genau. Und die Back-Air ist die Fair von Bowser. Ja, stimmt, das ist schon echt verwirrend. Fuego hat auch die Back-Air von Bowser als Fair. Okay, angebrochener Brustpanzer. Mal gucken, ob er daraus noch was macht, aber sieht so aus, als ob es zu schwierig ist, Dominanz zu behalten gegen King K. Rool. Was bedeutet das dann eigentlich? Was denn? Wenn der Panzer gebrochen ist. Wenn das angebrochen ist? Ja. Wenn er, naja, wenn er die Super Armor Moves macht, dann... Achso, dann geht das nicht mehr, okay. Dann bricht das irgendwann und dann ist das so ein Shield Break. Ah, ach so. Okay. Aber ganz ehrlich, ich habe das noch nicht einmal gesehen. Also jetzt so hier oder so live halt, ne? Ja. Noch nicht einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie drauf spekulieren muss oder... Boah, ich frage mich, ob man Snake immer noch grabben kann. Oh, ja, okay, das ist 1-2, wie man sieht. Jetzt hier Repos in Führung. Allerdings nicht mehr ganz so dominant wie ganz am Anfang. Oh, mehr zu Jab, nice. King K. Rool könnte vielleicht der beste Heavy sein. Könnte schon sein, ja. Zero meint, dass DK und Bowser vielleicht besser sind, aber das weiß ich nicht. So viele Tools haben sie jedenfalls nicht. Also bei DK kann ich mir vorstellen, aber bei Bowser nicht wirklich, ja. Bowser habe ich in diesem Spiel irgendwie noch so gar nicht verfolgt. Ich auch nicht. Sah ganz nett aus, aber sah jetzt nicht so super interessant aus. Okay, die Fettbauchnähe. Das ist... Scheint so, als wäre das Match gleich zu Ende. Ja, das ist irgendwie so... Ich weiß nicht, Snake war immer schon... Oh, lol. Er wollte gerade eine... Alter, hast du gesehen, wie er den ersten Hit aufgehalten hat, ne? Ich hab Snake damals, also ich hab der Boy nicht wirklich competitive gespielt. Mhm. Und deswegen habe ich absolut gar keine Ahnung, was Snake so machen kann. Achso, ja. Das meinte Coach Bash eben auch, dass er keine Ahnung sofort. Ja. Also er hat halt die Granaten, die in die Specials sind, halt so ziemlich alles Projektile. Mhm, und ein DSC4 kann er halt da so irgendwo hinlegen. Und das ist inzwischen leise, also. Kannst du das sneaky machen? Kannst du doch sneaky an Leute rankleben? Die merken das gar nicht, auf einmal sprengst du sie hoch. Ja, habe ich gestern gegen Mr. A oft gemerkt. Bin ja, einfach stimmt, so hochgeflogen und dann... Ja, das war echt cool. Der Snake ist auf jeden Fall ein cooler Char, ein eigener Char. Aber auch ein Char mit Problemen gegen K. Rool, so wie es gerade aussieht zumindest. Oh. Ah, keine Brawl-Rettungstaktik. Früher konnte er sich halt mit C4, ja, wenn er runtergefallen ist, noch hochsprengen wieder. Ja, das hatte ich gesehen damals. Das war richtig cool. So ähnlich wie Link oder Duck Hunt, ne? Ja, genau. Ja, Link kann das jetzt ziemlich gut. So, habe ich auch gesehen, ja. 1-0 für Repos. Und... Ah, vielleicht... Ha. keine Omega. Keine Omega FD. Na gut, dann doch lieber normale FD. Ohne Hazards. So. Also, Snake. Bist ja immer so der erste Pick von... Okay, mal. Der erste Pick von Sketty. Aber dann, wenn das nicht läuft, dann kommt immer... Oh, hier Super Smash Bros. Mucke, wie cool. Das habe ich früher, als ich
7-8 war gespielt. Das war heftige Zeiten, als das noch neu war, das Spiel. Das welches ganz Spiel? Alte. Super Smash Bros. Das erste. Ach so. Auf 64. Dieses Spiel spielt sich tatsächlich ein kleines bisschen wie das. Aber nur ein bisschen. Was damals halt anders war, du konntest nicht airdodgen oder sowas. Okay. Das heißt, die Juggles waren halt real. Die Juggles sind immer noch real, weil airdodgen deutlich schlechter geworden ist. Ja, habe ich auch gemerkt. Ich habe, glaube ich, noch gar keinen einzigen so normalen airdodge gemacht. Irgendwie kriege ich nur die Direction airdodge. Aber die sind gar nicht so schlecht. Ja, also, ich probiere zu wenig aus. Ich habe immer, wenn ich von oben komme, dann kann ich ja eigentlich noch airdodgen, aber ich gehe lieber immer direkt an die Edge oder vom Gegner weg halt. Ja. Das noch nicht so wirklich ausprobiert. Noch nicht ganz in Smash Ultimate angekommen. Vor allem im Turnier. Im Turnier hat man dann doch immer noch die Habits, die man von Smash 4 kennt. Ja. Aber du hast auch schon Bowser Jr. gespielt, ne? Was sagst du denn zu dem Char? Also, am Anfang hatte ich echt meine Zweifel, aber mittlerweile denke ich echt, der hat ordentlich was drauf. Also sein Cannonball, der AP gespiked, der jetzt wirklich nützlich ist, der kann die Leute echt in Bedrängnis bringen und so. Und er hat immer noch gute Kombos, also könnte was werden. Okay, also ich bin immer noch gespannt. Ich bin sowieso gespannt, was NEZ so für neue Chars haben wird oder ob jeder auf Ike wegzieht. Ich bin auch gespannt auf Break. Oh! Einfach eine Faust gezogen und 2-2. Wieder even. Also mit Marth sieht es hier dann doch besser aus als mit Snake, muss man sagen. Den hat's. Oh! Oh, na, Footstool war das. Oh! Oh, okay, das Momentum ist wieder abgebrochen. Aber wenn man sowas wie Footstool macht, dann ist das Momentum auf einmal so auf der Seite von dem, der den Footstool gemacht hat. Dann denkt man immer, oh, okay, jetzt kommt die Combo hier. Ja. Dann hat man auch eben bei Ripus gesehen, war dann aber nicht schnell genug. Okay, und. Oh! Er ist offstage, ihm fehlt außerdem die Krone. Oh! Ich weiß gar nicht, ob man immer noch Footstool techen kann. Weil ich hab's probiert und ich hab's nicht hinbekommen, aber ich glaube nicht, nein. Ich glaube, das geht nicht mehr. Genau wie man, wenn man auf dem Boden gespiked wird, das nicht mehr checken kann. Ja, aber alle sagen noch, dass man das checken kann, nur weil das in der ersten Demo so war, ne? Das kann sein, aber nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht geht. Aber generell, was Tags angeht, ich bekomme so wenige Tags einfach. Momentan. Oh. Okay, also immer noch. Oh! Ein bisschen. Auf Marths Seite hier gerade 160%, aber er muss super aufpassen. Ah, guck mal, da ist er schon lieber defensiv. Ah, er hat es hier versucht mit dem Sauger. War aber nicht nah genug an der Stage dran. Oha. Mit der Krone kann man bestimmt auch noch einige coole Dinge machen. Auf jeden Fall, wenn die zurückkommt, dann kannst du alles rausmachen. Ich meine, allein so Abwehr oder. Oh, der Fettbauch. Und der sieht noch nicht mal angeknackst aus gerade. Aber auch so, falls er die verliert und der Gegner dann die einfach aufkicken kann, weißt du. Ja, ja. Oh, okay. Hat hier jetzt den Stock geholt, hat 118%. Er kann vielleicht noch ein bisschen Marth Bread and Butter weitermachen, obwohl. Ah, doch, das. Er hat das gerade getroffen, als er noch im Boden war, weil das wirkte einfach ziemlich schwach, relativ. Okay, jetzt ist der Brustpanzer angebrochen, mal gucken. Wenn er jetzt irgendwie F-Tilt macht oder so. Ah, Dash Attack ist auch ein armer Move. Aber ist auch schon wieder geheilt. Und das war's, okay. Ein Stock each. Ja, aber diese Parry-Mechanik, die wird noch echt interessant. Oh ja. Ist zwar noch alles, man muss sich dran gewöhnen, aber wenn, dann wird's echt Hype, glaube ich. Wenn man den dann bei High-Level-Gameplay einfach so ein Parry hinkriegt. Ich weiß noch nicht, wie das so im normalen Level aussehen wird, aber ich bin mir schon fast sicher. Ah, er hat keine Krone. Ah, er hat die Krone bekommen im Fallen. Naja, ich bin mir fast sicher, dass irgendein Pro das leben wird, wie man parryt. Ich bin mir sicher, das wird Mr. R sein, der ziemlich gut in sowas ist. Ellie wird das auf jeden Fall auch können. Muteking vor allem, der ist immer sehr so perfekt und Frame-Data-mäßig. Also falls er spielen wird, habe ich noch gar nicht so gehört. Wer der Muteking? Ja. Aber ich habe den gestern Stream gesehen, ich bin ziemlich sicher, dass er das gerade am Anfang so hart suchten wird. Ja, genau. Der hat irgendwie Ryo auf seiner Seite, das war ja einer der besten Ikes in Smash 4. Und jetzt immer noch Ike. Oh. Ja, ich glaube, er wird wieder gut sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Okay, back hier. Okay, und das ist jetzt ziemlich even und ziemlich creepy für beide. Aber vor allem für Marth natürlich, weil er einfach leichter ist. Er überlegt. Ah, okay, er versucht es hier mit dem.
Retreating F-Smash. Guter Tech. Ah, versuch's nochmal. Noch ein guter Tag. Der. Ah, und diesmal kommt er auf die Stage rauf und es ist creepy für Scatty. Oh, hey, er macht's nochmal mit der Abi. Nice. 1-1. Willst du ein Glas Wasser? Soll ich eins holen für dich, meinst du? Commentary. Nee, also ich hab hier auf jeden Fall eins. Müsste so. Irgendwie ein Glas. Ja, nee, dann ist alles gut. Ich hab meine Flasche da hinten. Das wurde noch nicht genutzt. Okay. Immer Wasser trinken, Leute. Ganz wichtig. Hydration. Vor allem, wenn man irgendwie kommentiert und die ganze Zeit redet, ist das so wichtig, weil am nächsten Tag. Charaktere bleiben dieselben. Hey, Philipp, spielst du bei Teams mit? Willst du nicht mit Steady? Ja, okay. Gut, Übergang schnell. Und es geht hier direkt weiter. King K. Rool gegen Marth. Und Marth scheint tatsächlich ein ganz netter Chart zu sein in Smash Ultimate. Also die Gerüchte stimmten, diese Early Gerüchte von ihm. Er klingt jetzt wie Ike in Brawl oder Smash 4, also seine Tipper meine ich. Ich glaube, das war Smash 4 Ike. Smash 4 Ikes Fair zum Beispiel. So klingt das. Oh, das. Die Tipper sind lustig, also man hat immer noch mega viel Lag, wenn man von einem Tipper getroffen wird und gerade fucking K. Rool sieht super lustig aus, wenn er getroffen wird von irgendwas. Macht er große Augen, vor allem ja. Das eine. Ja, aber Marth war ja auch im letzten Game ziemlich gut. Ja, Marth war generell in jedem Game war der gut, in dem er war. Einfach Schwert, oh, schön gegimmt, aber noch nicht, zu Ende. Okay, immer noch nicht. Da kommt noch eine Upbee. Er macht es diesmal deep. Oh, und der Tipper. Nice. Das sah ja komisch aus irgendwie. Ja, also ich kann die Range von Marths Tipper noch gar nicht einschätzen, so wirklich. Und da hätte er eher dodgen müssen. Hat er auch versucht anscheinend. Weil immer, wenn Scatty das nicht bekommt, dann masht er. Er masht. Ich hab das gedrückt. So, 23%. Die Krone ist weg. Und er macht hier gerade eine Combo. Er versucht zumindest. Ah, fast. Er wollte ihn auf jeden Fall mit irgendwas erwischen. Hat die Krone auch gepickt. Aber okay, hat ihm nicht viel gebracht. Ist zurück bei ihrem Besitzer, falls sie ihm wirklich gehört. Oh! Oh, er kommt sogar on stage, aber nicht safe. Ich weiß gar nicht, gibt es noch dieses Beefy Abby? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Ja, das geht noch. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen. Ich hab's aber selbst nie eingesetzt. Aber gerade bei K-Rool habe ich das schon gesehen, weil, naja, oh, okay, aber also, die Tech sitzen. Er fängt tatsächlich schon an, K-Rool hier zu gimpen. K-Rool hat eine ziemlich gute Hitbox oben. Oh, da war ein Parry. Und da hat das Heatbreak. Ja, okay, auch ohne Tipper killt das. Steht 1-1, ist ein Best of 5, aber wer das dritte Game gewinnt, hat immer eine ziemlich gute Advantage, was Counterpicking angeht. Sowohl Stages als auch. Das war der Upsmash, ne? Ja. Ja, Upsmash ist auch irgendwie komisch. Hatte zwei Hitboxen. Ja, oh. Und wie komisch der aussieht. Ja. Aber ich glaube auch ziemlich laggy. Ja. So wie der da rumliegt, dann. Gut, also es sieht inzwischen ziemlich gut aus für Scatty. Da hat seinen Map gut angepasst auf Smash Ultimate und dem F-Smash. Ich weiß nicht, wie stark. Oh, und noch ein! Wieder. Oh! Kein Internet mehr? Scheiße, wir hatten kurze. Waren wir gar nicht mehr online oder was? Nee, wir waren ganz kurz nicht online. Aber sind wir wieder. Aber jetzt sind wir wieder da. Okay. Und schnell. Und DK ist diesmal wieder drin. Ach was, das erste Mal, dass wir hier keinen K-Rool sehen, da ist der DK. Und in Smash 4. Meinte Repos auf jeden Fall, dass das Matchup für DK ist. Im Neutral zumindest. Jetzt schauen wir, wie es in Ultimate ist. Von Repos
Die Meinung ist, dass DK wohl besser geworden ist. Er ist natürlich nicht mehr so eklig Ding-Dong-mäßig, zum Killen zumindest, aber er hat dann doch schon immer noch gute Kill-Optionen. Ich glaube, Backthrow ist auch sehr stark. Cargo Backthrow. Ja, genau, der Cargo Backthrow, wenn du in die Luft springst. Mhm. Ah, okay. Die Running Tilts sind auf jeden Fall auch ziemlich nützlich für DK. Die sind nützlich für DK, weil Up-Tilt und Down-Tilt sind jeweils sehr gute Tilts. Und okay, er schafft es hier mit dem Konter. Also Classic Smash 4 Stuff. Repus. Ah, schafft es aber zurückzukommen. Okay, jetzt gutes Momentum für Repus. Macht da gut Druck. Er ist gerade auf der mittleren Plattform oder auf der einzigen Plattform hier auf Smashville. Wir haben Static Smashville, weil wir ohne Hazard spielen erstmal. Warum spielen wir eigentlich noch mit Lyle? Weil wir eine 10. Stage brauchen. Oh, er hat mit der Fair String einfach weggefährt. Oh, ich habe gehört, hier Wolf kann das auch. Wolf kann Fair Strings. Ja, genau, Sheep so wie Sheep. Ja, so die ganzen Sordies können das, ne? Hier Chrom. Roy. Oh, okay. Man hört immer noch ziemlich viele Hits treffen von in Tipperform. Oh, der abzählt hätte. Oh, noch ein Tipper aufs Schild. Das ist natürlich immer fürs Schild super creepy. Er kann gut juggeln schon mal. Oh! Und das hier ab, ja. Hat er kommen sehen, den Sprung, den Double Jump auch. Eigentlich ein ganz guter Lead, 50% nur. Ja, DK sehr wütend, wie man sieht. Total wütend, der Typ. Mal gucken, vielleicht sehen wir hier ja noch so einen Big Punch. Oh, okay. Bread and Butter. Und da hat er schon einen Stock Lead. Juggle Situation und Bread and Butter. Und Juggle. Oh, okay, er schafft's. Back Throw, Forward Throw. Ja, schafft es on stage, ja. Und er lädt sogar wieder den Punch auf. Ja, Skeddy hat gerade Probleme reinzukommen. Ja, ist der er nächste. Weiß nicht, was er machen soll. Ist der nächste Hit ein Punch oder. Oh, schön gepunished. Sehr even. Natürlich ist. Oh! Oh! Er hat es überlebt. Ja, das könnte es sein. Oh ja, ja, der Backthrow. Der war sogar gut DI'd von Skeddy. Weg DI'd. Aber da hätte man nichts machen können, glaube ich. Okay, Game 5. Mal gucken, wer das hier nimmt. Ja, das Ganze wird ein Game 5. Nicht schlecht, nicht schlecht, der Specht. Okay, also DK. Mal sehen. Sehen wir hier irgendwie jetzt einen Counterpick von. Skeddy, wie gesagt, dieses Game 3 ist so wichtig, jetzt kann er counterpicken. Er nimmt allerdings wieder Marv. Marv gegen DK. Nochmal. Okay. Und ich habe jetzt gar nicht gesehen, welche Stage. Wieder Battlefield, die von Snake. Oh, okay. Coole Musik. Coole Stage. Yep. Okay. Start gedrückt. Ich will ja nichts sagen. Na gut, also das Ganze geht hier los. Ich weiß gar nicht, warum Start gedrückt wurde. War irgendwas unklar? Vielleicht wollte er wechseln, aber hat sich dann entgegen geschieden. Ja. Na gut, also hier fängt wieder gut an für Repuls, der hier ganz gute Stock, der Prozentlied hat, inzwischen. Und ich habe auch gemerkt, dass es sehr wichtig ist, dass du den Gegner auch triffst. Und wenn du ihn nicht triffst und wenn es irgendwie so aussieht, als ob er dich dafür treffen könnte oder punishen könnte, wenn du ihn nicht triffst, dann darfst du eigentlich nicht hinterher, weil es ist in Smash Ultimate irgendwie ein bisschen härter. Ach so, ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Also jetzt zum Beispiel bei DK eben gerade, er hat versucht, ihn mit einer Fair zu treffen und hat dafür eine Nair kassiert und DK macht grundsätzlich einfach mehr Schaden. Kann nicht mit ihm traden, so wirklich. Ein bisschen vor allem, sicherer dass er heavy spielen. Oh, hast du gesehen?
Er wurde getrumpt und ist, oh, direkt an die Edge gegangen und... Ah ja, genau, das habe ich schon gehört. Man kann irgendwie den Trump, die ein oder so. Ist denn Trump noch true? Also kann man nach dem Trump Back oder so machen? In manchen Chars? Bin mir echt nicht sicher. Kommt drauf an, ne, ob die halt die ein oder nicht. Also man kann halt wirklich direkt dann auf die Stage die ein. Ach was, okay, krass. Das stimmt, hatte ich auch komplett vergessen gehabt. Aber hatte ich vor einer Woche oder so ein Video davon gesehen gehabt. Hm, okay. Oh, ja. Doch, der Cargo Backthrow ist ziemlich gut. Gute Kill-Option für DK. Nicht, dass er sie unbedingt bräuchte, aber so auf Schere, Stein, Papier-Optionen dann noch Kills zu haben, also auf dem Grab und auf irgendwelche Up-Tilts ja. Zum Beispiel, das ist schon ziemlich gut. Okay, und hier Early Damage. Oh. Wow! Weak Grab, nice. Oh, das ist schon beeindruckend, was DK kann. Marth auch beeindruckend. Noch ein bisschen schneller geworden gefühlt. Und der Forward Throw ist irgendwie cooler von Marth. Mag ich lieber. Ah, ich weiß nicht. Also manchmal konnte man ja noch ein bisschen comboen in Smash 4, aber jetzt sieht er zumindest cooler aus. Puh. Ich bin auch sehr gespannt, wie so dieser Directional Air Dodge sich in dieses Meta-Game einbringen wird. Zum Beispiel. Ja, ich auch. Wie zum Beispiel hier jetzt einfach geredet von Repos. Genau. Wollte er nicht auf die Stage und das ist die Lead für Repos jetzt. Oh. Okay. Nur 7% bekommen. Oder zum Beispiel, um wieder auf die Stage zu kommen, wenn man an der Stage hängt. Ja. Dann haben wir hast du das gesehen? Das war... Oh mein Gott, ey. Der überlebt ja alles. Außer das. Ja. Okay. Aber ich meine, F-Smash bei 130 überlebt. Mhm. Up-Smash bei 150 überlebt. Doch, das Spiel hat schon entweder größere Ceilings oder der Knockback ist grundsätzlich geringer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber ich habe so die Theorie, dass vielleicht so der Knockback von Smashes geringer ist, weißt du? Ja, das kann gut sein. Er wird immer noch sehr stark sein. Aber Smashes killen immer noch ziemlich gut an der Edge. Vor allem, wenn du die irgendwie hart auflädst die ganze Zeit oder so. Das ist natürlich jetzt auch ein Faktor. Dass du mit, wenn dein Char irgendwie einen krassen F-Smash hat, auch richtig pressuren kannst an der Edge. Oh. Und es ist ein Faktor, dass du nicht mehr an den Leuten vorbeirennen kannst. Habe ich so Cross-Up. Oh, okay. Und da war es. Okay, Repos gewinnt das Ganze hier. Hat es tatsächlich geschafft mit der Faust. Das sah gut aus für Skeddy noch, aber inzwischen steht es 3-2 für Repos.